CDU-CSU-Fraktion. Steffen Bilger. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Jeder Redner darf seine Rednerzeit voll ausnutzen, aber er muss es nicht. Also das gilt nicht an Sie, sondern für alle anderen. Nee, ist alles in Ordnung. Also, Steffen Bilger hat das Wort und spricht jetzt im Rahmen seiner Zeit, so lange wie er es für richtig hält. So, bitte. Ja, lieber Herr Präsident, ich habe mich schon etwas unter Druck gesetzt gefühlt, aber freue mich dann, dass ich meine Redezeit auch einhalten darf und werde mich auch darum bemühen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hinter uns liegt nun wirklich eine lange währende Diskussion in unserem Lande über die Einführung einer Pkw-Maut. Ich habe mir sagen lassen, dass bereits seit Anfang der 80er Jahre über diese Frage in Deutschland diskutiert wird. Seit der Bundestagswahl konnte auch ich an der Umsetzung dieses Vorhabens arbeiten. Und bei den Koalitionsverhandlungen haben wir klare Regeln festgelegt, die ich noch einmal darlegen möchte. Es soll eine Vignette eingeführt werden mit der Maßgabe, dass kein Fahrzeughalter in Deutschland stärker belastet wird als bisher. Die Ausgestaltung wird EU-rechtskonform erfolgen und die Abgabe soll zudem einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung unserer Infrastruktur leisten. Meine Damen und Herren, diese Bedingungen sind erfüllt. Und seit den Koalitionsverhandlungen und unserer Koalitionsvereinbarung liegen viele intensive Gespräche hinter uns. Wir waren als Verkehrspolitiker im Gespräch mit der EU-Kommission. Wir haben Anregungen aus dem Bundesrat aufgenommen und auf den Rat von Experten unserer Anhörung gehört. Und nicht zuletzt haben wir fraktionsintern und mit der SPD um die beste Lösung gerungen. Und das Ergebnis dieser Beratung, meine Damen und Herren, liegt heute vor. Und trotz aller Kritik, es kann sich wirklich sehen lassen. Ich habe mich doch etwas gewundert über die Kritik, die auch heute in manchen Zeitungen zu lesen war. Es sei jetzt im Hauruck-Verfahren durchgezogen worden. Ich glaube, jeder, der beteiligt war an diesen intensiven Verhandlungen, kann diesen Eindruck nicht bestätigen, sondern wir haben wirklich hart gerungen. Und meine Damen und Herren, es ist gut, dass die Diskussion hier im Bundestag dann heute beendet ist und dass nicht mehr weiter diskutiert wird, sondern gehandelt wird. Und einen Punkt, den der Minister vorhin auch schon angesprochen hat, will ich auch noch einmal betonen. Es ist nämlich nicht nur so, dass diese Bundesregierung, sondern dass auch die Europäische Kommission immer wieder dafür geworben hat, die Nutzer unserer Straßen mehr an der Finanzierung der Infrastruktur zu beteiligen. Und mit unserem Vorschlag schließen wir mehr Belastungen für Deutsche aus. Darum geht es. Es würde eine Doppelbelastung darstellen, nachdem es bislang eben so ist, dass die ausländischen Autofahrer keinen Beitrag zur Infrastrukturfinanzierung leisten, wenn sie nicht gerade in Deutschland tanken und dabei Mineralölsteuer bezahlen. Und deswegen ist und bleibt es eben doch eine Frage der Gerechtigkeit, ob nur unsere Landsleute zur Kasse gebeten werden oder aber alle, die auf unseren Straßen unterwegs sind. Und nun habe ich in den letzten Tagen auch einige Kommentare gelesen und auch Zuschriften von Bürgern bekommen, in denen gefragt wurde, weshalb wir denn so viel Aufwand für eine Infrastrukturabgabe für Pkw treiben, die nur, und dieses nur ist für mich schon eine falsche Beschreibung, 500 Millionen im Jahr einbringen soll. Beispielsweise sei es doch besser, die Lkw-Maut auszuweiten. Zum einen, 500 Millionen sind wirklich ein wesentlicher Beitrag für unsere Infrastruktur. Da ringen wir im Verkehrsausschuss um ganz andere Summen. Viele Stunden lang 500 Millionen sind ein wesentlicher Beitrag zur besseren Finanzierung unserer Infrastruktur. Und ich will noch einmal deutlich darstellen, was ich auch schon in den vergangenen Debatten zu diesem Thema ausgeführt habe. Es geht ja nicht nur um die Infrastrukturabgabe, sondern es geht um mehrere Schritte. Es geht darum, mehr Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Es geht um die massive Ausweitung der Lkw-Maut. Heute wird es im Entschließungsantrag noch einmal beschlossen. Und dann kommt eben noch dazu die Infrastrukturabgabe für Pkw, die eben nur einen Teil eines ganzen Maßnahmenpakets darstellt. Viele Verbesserungen aus den Verhandlungen der vergangenen Wochen wurden bereits gewürdigt. Ich will in aller Kürze noch mal einige besonders hervorheben. Wir hatten ja ursprünglich im Eckpunktepapier den Vorschlag, dass alle Straßen bemautet werden sollen in Deutschland, nicht nur die Bundesfernstraßen, auch die Landes- und Kommunalstraßen. Die Kommunen, die Länder haben sich gegen diesen Vorschlag gewandt. Wir haben uns auch über die Grenzregionen Gedanken gemacht. Und ich glaube, es ist jetzt eine gute Lösung, die wir gefunden haben, dass eben die Bundesautobahnen und die Bundesfernstraßen für die ausländischen Fahrzeuge, nur die Bundesautobahnen dann mit der Infrastrukturabgabe belegt werden. Und ich kann als Baden-Württemberger all denen, die sich Sorgen machen um die Situation in den Grenzregionen, sagen,
dass die Befürchtungen nicht eintreten werden, nach unserer Erfahrung, die vorhin auch geäußert wurden. Es kann weiterhin sehr wohl ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis in Grenzregionen geben, auch wenn wir eine Infrastrukturabgabe einführen. Das haben wir schließlich auch zu unseren Nachbarn in der Schweiz oder in Österreich. Der Datenschutz war ebenfalls ein wichtiger Diskussionspunkt, der auch für uns als Unionsfraktion eine große Bedeutung hat. Und ich denke, dass die vorgenommenen Änderungen durchaus zu einem sehr hohen Datenschutzniveau beitragen. Personenbezogene Daten müssen nun bereits nach einem Jahr gelöscht werden. So wenig Daten wie möglich sollen erzeugt werden. Ein wichtiges Anliegen, das wir auch in den letzten Wochen noch einmal vertieft diskutiert haben. Nächstes Thema, die Kurzzeitvignetten. Hier gab es Anregungen der EU-Kommission, aber auch die Überlegung, die ökologische Lenkungswirkung zu stärken. Nun wurden die Abgabensätze für die 10-Tages- und 2-Monats-Vignetten neu ausgestaltet. Die ausländischen Kfz-Halter haben ein Wahlrecht, entweder pauschal eine 10-Tages-Vignette für 15 Euro oder eine 2-Monats-Vignette für 30 Euro oder aber unter Angabe der genauen Kfz-Daten ein nach ökologischen Kriterien differenzierter Preis. Positiver Nebeneffekt dieser Maßnahme sind rund 13 Millionen Mehreinnahmen, die wir pro Jahr erwarten. Und nicht zuletzt haben wir eine intensive Evaluierung vereinbart, bei der wirklich alle Bedenken zu den Auswirkungen der Infrastrukturabgabe überprüft werden können. So liegt Ihnen heute zur Abstimmung, denke ich, ein gutes Maßnahmenpaket vor. Ich will zum Abschluss herzlich danken allen, die daran mitgewirkt haben, vor allem meinem Berichterstatter, Kollegen Sebastian Hartmann, mit dem wir wirklich intensiv jeden Satz der vorgelegten Entwürfe ausdiskutiert haben und, glaube ich, einen Beitrag dazu geleistet haben, dass es dann noch etwas besser geworden ist. Herzlichen Dank und ich freue mich darauf, wenn wir jetzt andere Themen auch in der öffentlichen Diskussion wieder mehr in den Mittelpunkt stellen können und gebe 24 Sekunden meiner Redezeit hiermit zurück. Vielen Dank. Dankeschön. Auch für das kollegiale Verhalten. Als nächster Redner hat das Wort Andreas Schwarz von der SPD-Fraktion.